bin Bogdan Sergejew. Welchen Beruf hast du gewählt und warum? Ja, ich habe den Beruf Lehrer gewählt, wie man hinter mir sieht. Ich habe den Beruf Lehrer gewählt, weil ich schon mal darüber nachgedacht habe, Lehrer zu werden. Und weil es ziemlich einfach ist, darüber Interviews zu drehen, denn wir haben Lehrer im Schulhaus. Wie stellst du dir den Beruf vor? Was glaubst du, was macht man da so? Naja, man bringt Schülern etwas bei. Und ich glaube, ich würde auch mit Kindern und Jugendlichen gut klarkommen. Von daher. Was für einen Schulabschluss sollte man am besten haben? Was glaubst du? Einen möglichst guten. Okay. In welchen Schulfächern muss man in diesem Beruf besonders gut sein? Naja, ich würde mal sagen, in den Schulfächern, die man auch unterrichten will. Welche besonderen Fertigkeiten bzw. Fähigkeiten benötigt man? Man muss sich auf jeden Fall durchsetzen können. Und man muss sich mit Kindern und Jugendlichen verstehen können. Und man muss sich lange konzentrieren können. Denkst du, dass der Beruf auch Nachteile hat? Und wenn ja, welche? Ja, man muss viel arbeiten. Und manchmal auch zu Hause. Also. Muss man bei deinem gewählten Beruf am Wochenende arbeiten? Ja, definitiv, wenn man Klausuren oder Tests korrigiert oder weitere Tätigkeiten vollbringt. Okay, was denkst du, warum brechen so viele Jugendliche ihre Ausbildung ab? Naja, Faulheit, familiäre Probleme und wahrscheinlich, weil sie einsehen, dass der Beruf schwer ist. Und vielleicht sehen sie auch ein, dass sie sich nicht so gut durchsetzen können bei Schülern, wenn sie zum Beispiel ein Praktikum machen oder so. Nein, ich würde mich wieder dafür entscheiden. Warum würden Sie das tun? Weil ich gerne mit jungen Menschen zusammenarbeite, weil es jeden Tag neue Ereignisse gibt, weil man dabei gehirntechnisch fit bleibt, weil da ja, die Fächer Spaß machen. Es gibt viele Gründe. Also ich würde mit ziemlicher Sicherheit wieder Lehrer werden, weil mir das einfach Spaß macht. Das ist eine sehr schwierige Frage, ob ich mich nochmal für den Lehrerberuf entscheiden würde. Wahrscheinlich, allerdings nicht so lange. Ich mache das ja jetzt 20 Jahre schon. 10 hätten auch gelangt. Ich würde auch in der heutigen Zeit wieder Lehrer werden wollen. Wieso? Ja, die Arbeit mit Jugendlichen und dann das Vermitteln von Wissen und Können und vor allem das Fach Mathematik, das ist das, was mir eigentlich Freude macht. Vom jetzigen Standpunkt aus, so wie ich jetzt arbeite und mich eingearbeitet habe seit 1990 am Kantor-Gymnasium, würde ich sagen, ja, ich würde den Beruf wieder gerne ergreifen, weil mir die Arbeit viel Spaß macht, die ist sehr abwechslungsreich und jeder Tag bietet neue Überraschungen. Im Prinzip schon während des Abiturs. Und wie kamen Sie auf diesen Wunsch? Mein Vater ist Lehrer beispielsweise. Oh, der Wunsch Lehrer zu werden, das liegt sehr lange zurück. Es hat was mit meinen Interessen Mathematik und Physik zu tun. Habe ich studiert und bin dann umgeschwenkt in den Bereich Lehrer. Zu DDR-Zeiten war das ein bisschen kompliziert, in der Mathematik zu arbeiten und dann habe ich Lehrer gemacht und das hat mir dann Spaß gemacht und bin dabei geblieben. Ich hatte einen sehr guten Mathelehrer und er hat sich auch sehr intensiv mit einem beschäftigt und dadurch wurde der Wunsch, Lehrer zu werden, auch bekräftigt. Ursprünglich hatte ich vor, die Biochemie hier in Halle zu studieren. Ich wurde auch eingeladen an die MLU damals, wurde aber umgelenkt, weil auch zu DDR-Zeiten gab es sogenannte Numerus Clausus Fächer und das war so ein Fach. Und da wurde ich halt umgelenkt, Lehrer zu studieren in Mühlhausen. Damals gab es eine pädagogische Hochschule Erfurt-Mühlhausen. Was gibt es heutzutage nicht mehr, das passt nicht in die Struktur hinein. Und ja, ich wurde zwischenzeitlich dann zur Armee eingezogen, war anderthalb Jahre bei der Armee und habe dann das Studium in Mühlhausen 1972 aufgenommen. Es hat mir auch viel Spaß gemacht. Es war relativ praxisnah und hat mir viel Auszüge gegeben, dann in der Schule zurechtzukommen. Ja.
unter Spaß verstehen, nicht alles persönlich nehmen, was einem da so entgegenschwappt, aber auch flexibel sein, sagen wir mal, abwechslungsreich arbeiten können. Ja, ich denke, das sind so die wesentlichen Dinge. Tja, um Lehrer zu sein, muss man erstmal ein bisschen Interesse an dem jeweiligen Fach haben. Das heißt, man muss mathematisch, physikalisch oder je nachdem, was man für ein Fach hat, sich dafür interessieren. Und zweitens ist natürlich auch wichtig, dass man mit den Kindern gut arbeiten kann, dass man mit den Schülern und so weiter gut umgehen kann und die auch ein bisschen versucht auf sie einzugehen. Man muss gut zuhören können. Man muss sich korrigieren können, also nicht auf seiner Meinung beharren, sondern auch offen sein für andere und immer dazulernen. Das sind, denke ich, die entscheidenden Fragen, Fähigkeiten, die man haben muss als Lehrer. Die Fähigkeiten eines Lehrers müssen einmal das Fachliche sein, das heißt, die fachliche Kompetenz muss er haben und auch in der Lage sein, sich auf die Probleme der Schüler einzustellen. Es ist schwierig zu sagen, auch als Empfehlung für die, die es gerne studieren wollen, weil der Beruf recht mannigfaltig ist. Für mich selbst gilt, dass ich zwar, wie ich schon sagte, das nötige fachliche Rüstzeug bekommen habe, auch den Umgang mit Schülern oder zumindest Ideen, wie man mit Schülern umgeht, aber man braucht auch viel Erfahrung. Das heißt, man braucht als Lehrer, um erstmal hineinzukommen, seine Vorbereitungen fertig zu haben oder schon liegen zu haben für die kommende Stunde, sicherlich 2, vielleicht sogar 5 Jahre, wenn nicht sogar länger, um fachlich versiert zu sein und die sämtliche Themen dann entsprechend auch unterrichten zu können. Und zweitens braucht man viel Lebenserfahrung im Umgang mit den Menschen. Und das kann man nicht lernen, das bringen die Situationen mit sich. Und man kann gerade als Lehrer, wenn man wenig Lebenserfahrung hat, viele Fehler machen und damit Schüler letztendlich gegen sich aufbringen. Und einmal letztendlich ein gestörtes Lehrer-Schüler-Verhältnis aufgebaut, ist im Prinzip gelaufen. Ja, das heißt also, die Erfahrung, die ich jetzt habe, im Umgang mit den Menschen, mit den Schülern, hilft mir sehr, bestimmte Situationen besser zu meistern. Leider bin ich nun schon so alt, dass ich nicht mehr lange Lehrer sein kann, aus Altersgründen. Aber was ich so mitbekommen habe, hilft mir unwahrscheinlich. Aber das ist eben eine Lebenserfahrung über Jahrzehnte, solche Probleme oder Situationen zu meistern. Der Arbeitsablauf in der Schule läuft so ab, dass man früh morgens hier erscheint, die Räume aufschließt, durchlüftet, dann seine Stunden bearbeitet, mit den Schülern arbeitet. Dann hat man ab und zu auch mal eine Freistunde dazwischen, was nicht so beliebt ist, aber dennoch vorkommt. In den Pausen wird gegessen, logischerweise, gefrühstückt oder Mittag gegessen. Teilweise muss man dann wechseln, also in meinem Fall von irgendwelchen Klassenräumen in die Turnhalle oder umgekehrt. Manchmal sind es Wege außerhalb der Schule, die zu begleiten sind. Und manchmal gibt es dann auch eine Dienstberatung oder eine Fachgruppensitzung am Nachmittag. Und abends sitzt man dann natürlich im Allgemeinen am Schreibtisch. Ja, also zum Arbeitsablauf eines Lehrers ist erstmal klar, Hauptanteil oder großer Anteil ist der Unterricht. Der geht im Schnitt von der ersten Stunde mit Freistunden bis zur achten Stunde. Im Schnitt hat ein Lehrer etwa 23 Wochenstunden Unterricht. Und wenn er dann nach Hause kommt, zumindest bei mir ist das so, dass ich etwa 1 bis 2 Stunden brauche, um Arbeiten zu korrigieren. 1 Stunde, um mich noch vorzubereiten. Und 1 Stunde etwa noch, um Sachen, die organisatorisch zu machen sind, Listen zu schreiben, Anmeldungen, die brauche ich dann auch noch ungefähr so, dass etwa 3 Stunden zum Unterricht dazukommen pro Tag. Okay. Stoßzeiten sind natürlich noch Zeugnisse und ähnliches. Ja, es ist ja zweigeteilt. Als Lehrer hat man A, die Vorbereitungen, die man zu Hause macht oder hier im Vorbereitungsraum und dann der Unterricht selber. An sich ist die richtige Arbeit für mich persönlich das Sitzen zu Hause, das Zusammenstellen des Unterrichts. Und ich bereite auch jetzt noch nach vielen Jahren als Lehrer den Unterricht immer neu vor, habe mir auch auf die Fahnen geschrieben, moderne Technik so oft wie möglich zu nutzen und erteile meinen Unterricht in der Chemie fast ausschließlich per PowerPoint. Es macht viel Arbeit, solche Dinge, die man vorher vorbereitet hat, zum Beispiel Folien in Word vorbereitet, dann umzuarbeiten in PowerPoint, aber da habe ich mir dann halt
auf die Fahne geschrieben, das will ich mal machen. Und das macht auch furchtbar viel Spaß. Und das, was man dann vielleicht im Alter vergisst, hat man dann mit einem Knopfdruck dann wieder parat. Das ist dann auch eine Hilfe für mich. Ja, wie gesagt, das Vorbereiten und auch das Aktualisieren der Dinge, gerade in Biologie auch, Genetik, was dann ab und zu mal erforscht wird und noch nicht in Büchern steht, macht auch noch Arbeit. Aber wenn die Stunde dann steht, dann ist der Unterricht selber dann ja für mich eigentlich die kleinere Geschichte, weil ich bin dann fest vorbereitet, fest im Sattel fachlich und kann dann ganz gut auf Fragen der Schüler antworten. Das heißt also, eine Seite sitzen und vorbereiten und ich ziehe nicht einfach nur Karteikarte, sondern mache es ausführlich. Und die andere Seite des Unterrichtens sind die zwei Seiten, die jedes Mal dann entsprechend durchgeführt werden müssen. Ich kann aber auch ad hoc Unterricht halten, das ist kein Problem. Dank meines Computers und meiner Unterrichtsvorbereitung, die dann da auf der Festplatte sind, ist es für mich also auch kein Problem. Aber das ist eben der Vorteil, wenn man Weichenlehrer gewesen ist. Ne? Schon. Also an dem Beruf gefällt mir auf jeden Fall, dass man mit jungen Menschen zusammenarbeitet, dass man in dieser Zusammenarbeit auch allein letztlich dann verantwortlich ist für die Arbeit mit den jungen Menschen, dass man ständig geistig flexibel sein muss, was ich für einen großen Vorteil halte, vor allen Dingen, wenn man dann irgendwann mal älter wird auch, dass man Arbeitszeiten hat, die durchaus in der heutigen Zeit sehr angenehm sind und natürlich auch die Ferien nicht zu vergessen, die sind auch sehr angenehm, denke ich mal, außerhalb dessen, was Arbeit bedeutet. Tja, ich bin jetzt fast 40 Jahre Lehrer und was mir natürlich nicht gefällt, ist die Zunahme der ganzen Bürokratie. Das heißt, man muss unwahrscheinlich viel Schreibarbeit nebenbei machen, die gar nichts mit dem Unterricht zu tun haben. Was mir sehr viel Spaß macht, ist Physik mit Experimenten. Schüler selbstständig arbeiten lassen, sie aber was herausfinden, was knobeln, bauen und basteln können, sodass sie selber mal sehen, wie irgendwas funktioniert. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass ich immer wieder Anregungen bekomme, selber nachzudenken bei Themen, dass ich neue Themen mache. Ich mache ja nicht jedes Jahr die gleichen Themen, das dürfte sich ja schon rumgesprochen haben, sondern lass mir jedes Jahr was Neues einfallen. Das kann ich an meinem Fach ganz gut machen. Die Schüler können die Themen mit auswählen und auch sagen, was sie interessiert, und dann stellen wir das zusammen. Das macht ausgesprochenen Spaß. Was keinen Spaß macht, sind die Arbeiten nachzugucken und zu lesen. Und manchmal frage ich mich dann auch, wenn ich so eine Arbeit gelesen habe, ob überhaupt jemand zugehört hat. Das Gute an diesem Beruf ist, dass man sein Wissen, was man sich erarbeitet hat, anderen weitergeben kann. Und dass man auch seine Zeit sich einigermaßen einteilen kann. Es gibt natürlich Wochen, wo man 80 Stunden hat. Es gibt natürlich auch Wochen, wo es eben nur halt nur 40 Arbeitsstunden sind. Unsere Erwartungen wurden zum Teil erfüllt, aber nicht alle Lehrer haben es hingekriegt, den Zeitplan sozusagen einzuhalten, und manche haben sich auch nicht wirklich getraut, dem Interview nachzugehen. Und ich denke, wir haben ein ziemlich umfassendes Bild vom Berufsbild des Lehrers und können das jetzt auch mit diesem Videofilm, den wir da zusammengeschnitten haben, auch anderen recht gut repräsentieren. Na, und habt ihr euch ja irgendwie vorgestellt, wie so ein Lehrerberuf ist? Hat sich das dann bereitet oder sieht das anders aus? Ja, eigentlich schon, aber wir haben herausgefunden, dass die meisten Lehrer mehr Spaß an ihrem Beruf haben als erwartet. Ja. Okay. Und habt ihr da Vor- und Nachteile für euch herausgefunden? Also für uns, wenn wir jetzt Lehrer werden wollen? Hm. Ja, also ein Lehrer hat nach der Schule sehr, sehr viel zu tun, und die größte Arbeit ist eigentlich das Vorbereiten der Stunden und das Korrigieren und weniger das Unterrichten an sich. Und die Vorteile sind eben die Ferienzeiten, weil das ja doch etwas mehr ist als Urlaub, und die Freistunden und ähnliches. Die Freistunden sind ja nicht wirklich Vorteile. Aber ein Vorteil ist noch, dass
sie ja in der Schule weniger Zeit verbringen müssen als andere bei ihrer Arbeit, aber dafür halt zu Hause weiterarbeiten müssen. Und das können sie halt selber planen, wann und wo sie das machen. Okay. Und möchtet ihr jetzt Lehrer werden? Ja, vielleicht. Warum? Keine Ahnung, wenn ich irgendein Fach hinkriege. Kannst du nochmal einen ganzen Satz sagen? Also ja, ich möchte vielleicht Lehrer werden? Ja, ich möchte vielleicht Lehrer werden, wenn ich in irgendwelchen 2 oder 3 Fächern besonders gut bin. Damit ich sie auch unterrichten kann. Ja, ich denke, das wäre eine Möglichkeit, Lehrer zu werden, aber ich bin mir jetzt noch nicht so sicher, weil ich keine Ahnung habe, was ich später mal für einen Beruf machen möchte. Ja, ich auch nicht.